Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transmedia Storytelling Berlin mit The Future Be Now. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema für euch, denn es geht um das Death Book. Der eine oder die andere wird es vielleicht schon gehört oder gelesen haben sogar. Es handelt sich dabei um eine neue E-Book-Serie aus dem Hause Rowohlt. Der Autor dieser Reihe ist Andreas Winkelmann und wir haben heute aus dem Hause Rowohlt, nein, das stimmt nicht ganz, wir haben heute jemanden bei uns in der Runde, der uns ein bisschen von hinter dem Vorhang erzählen darf, aber auf der anderen Seite auch jemand, der direkt aus der Sicht der Teilnehmer erzählen kann und wird. Bevor ich jetzt aber sehr lange weiterspreche, machen wir doch einfach wie üblich eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Und an dieser Stelle, bevor ich jetzt überleite zur Vorstellung, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, wer uns heute Abend zuschaut und ein Buch gewinnen möchte, ein Buch über E-Books, der kann uns einfach eine Frage direkt in die Sendung hineinstellen. Und zwar macht das einfach über eure sozialen Kanäle. Fügt dort einfach den Hashtag TMSB ans Ende der Frage hinzu und wir stellen die Frage dann direkt hier in diese Sendung. Soweit war es das jetzt von mir. Ich gebe ab an Dorothea Martin, die heute Abend die Moderation übernimmt, und an die Vorstellungsrunde und beginne mal mit Fabian. Stell dich doch bitte einfach mal vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen? Ja, Fabian Kern ist mein Name, aus München. Ich bin freier Berater und Trainer für digitales Publizieren, habe ganz lange Jahre schon im Verlagsbereich gearbeitet, habe mich vor einem Jahr etwa selbstständig gemacht und habe mich spezialisiert auf Produktion und technische Umsetzung von E-Books, Apps, Webanwendungen, modernen digitalen Medien. Und ich hatte in diesem Projekt DevBook das Vergnügen, das Team von Rowohlt in der Konzeptionsphase und dann auch in der Umsetzung zu beraten, zu begleiten, was so alle technischen Fragen angeht. Ja, Fabian, vielen Dank. Vielleicht stellt sich der Michael auch noch gleich vor, bevor wir da mit den Fragen einsteigen und auch noch ein bisschen zum Inhalt vom Deathbook erzählen, bevor wir die ganze Technik dahinter erklären. Michael, willst du ganz kurz sagen, wer du bist, wie du zum Deathbook gekommen bist und was so dein Hintergrund ist? Ja, ich bin der Michael. Wie bin ich zum Deathbook gekommen? Also ich verfolge ja den ARC-Reporter immer regelmäßig und bekomme dadurch natürlich auch immer viele Informationen, genauso wie über das Forum. Und da bin ich halt auch auf den Blog Posten und Sterben gekommen. Und so bin ich letztendlich dann zum Deathbook gekommen. Okay, das heißt, Michael, den ihr auf Twitter als Ninhub findet, ist also Leser und Spieler bereits vieler anderer transmedialer Projekte gewesen. Das heißt, er wird uns, wie Patrick auch angekündigt hat, heute die Rezipientenseite präsentieren, während Fabian so ein bisschen den technischen Hintergrund erläutert. Jetzt erstmal zum Inhalt dieser E-Book-Serie, das Deathbook. Wie man sich beim Namen wahrscheinlich schon denken kann, ist ein Thriller. Ein Experiment sicherlich auch vom Inhalt her, denn Autor Andreas Winkelmann hat sich selbst mit ins Buch geschrieben. Das heißt, er erzählt im Prinzip die Geschichte des Todes seiner Nichte und wie er versucht, diesen Tod aufzuklären. Und das eben aufgeteilt in insgesamt 10 Teile. Wie kam es dazu? Erzähl doch mal ein bisschen was, wirf doch mal einen Blick hinter die Kulissen. Wie kam es zu diesem Projekt? Ging das vom Verlag aus? Der Verlag ist ja Rowohlt in dem Fall. Mhm. Oder war sogar der Autor hier der Urheber? Also wie ich dazugekommen bin, es war im Zuge von einer Workshop-Reihe mit Rowohlt, wo ich eingeladen war. Da war es so, dass das Konzept im Haus schon vorlag. Die Idee zu dem Projekt hat der Autor Andreas Winkelmann zusammen mit seinem Produzenten schon entwickelt gehabt, ist damit mit einem schon sehr anspruchsvollen Exposé auf den Verlag zugekommen und die Entscheidung ist dann wohl so gefallen, nachdem Winkelmann für Rowohlt so als Prestigeautor gilt, auch als jemand, der verhältnismäßig gut verkauft im Krimi- und Thriller-Bereich, da hat man also verlagseitig die Entscheidung getroffen, das so ein bisschen auch als Prestigeprojekt zu machen, auch jetzt erstmal ohne die Frage, ob sich das kommerziell so rentieren wird.
Du hast ja jetzt schon gesagt, also erstens die Idee, das Konzept wurde vom Autor an den Verlag herangetragen, gemeinsam mit seinem Produzenten, das ist der Gregor Mittendorf, der auch für die Filme in diesem E-Book verantwortlich ist. Das ist ja schon mal ein sehr spannender Ansatz. Wenn man sich dann mal die Seite von dem Andreas Winkelmann anguckt, merkt man, der arbeitet mit dem auch so zusammen, also alle Videoclips, die es von dem Autor gibt, sind tatsächlich auch von diesem Regisseur publiziert worden, gedreht worden. Das ist ja schon mal, wenn man so möchte, so ein neuer Typ Autor irgendwo, der da auf den Plan tritt und gleich noch mitdenkt, also das Digitale mitdenkt und auch andere Medien mitdenkt. Das ist natürlich jetzt hier fürs transmediale Erzählen sehr, sehr spannend. Wie ging es denn dann weiter beim Verlag? Man hat sich entschieden, das Projekt zu machen. Du bist mit an Bord gekommen. Dann hat man noch eine Social-Media-Agentur dazu geholt. Oder vielmehr, VM People ist ja nicht nur eine Social-Media-Agentur, sondern Transmedia Storytelling prädestiniert sozusagen. Wie lief denn da dann der Workflow ab? Also von dem Konzeptionsprozess bis zu den ersten Umsetzungen ist da wohl verlagsintern sehr, sehr viel passiert. Da war ich auch nicht in allen Phasen mit beteiligt. Das Charakteristische aber schon an dem ersten Exposé, was ich mal gelesen habe, war, dass da sehr konsequent eigentlich diese drei Erzählebenen schon angedacht waren. Die rein textuelle Ebene, Erzählung mit Audio-Video-Bestandteilen und dann die Erzählstränge, die auf Social-Media-Plattformen verteilt werden. Auch immer so in der Mischung und das in der Geschichte, in der auch sehr viel von der Dramaturgie in Social-Media-Plattformen passiert. Und dafür eine Umsetzung zu schaffen, die dem gerecht wird, da ist man relativ schnell an den Punkt gekommen, dass man festgestellt hat, so ein normaler Lektoratsherstellungsprozess wird so nicht funktionieren, einfach weil man sowas wie Social-Media-Kanäle von Anfang an schon mitdenken muss, aber auch sowas wie ein Entwicklungsprozess von den Produkten bedenken muss. Man hat sich dann neben den Personen, die du genannt hast, auch relativ schnell schon einige Entwickler mit an Bord geholt, insgesamt drei Programmierer bzw. die Produzenten dann der E-Book-Variante, die das Ganze dann technisch wirklich ausgearbeitet haben. Und es ist dann in mehreren Runden in so ganztägigen Workshops zwischen Autor und einem relativ großen Team im Verlag, wo also dann auch die Social-Media-Verantwortliche schon mit dabei war, die Herstellung mit dabei war, das Marketing mit dabei war, also so Großgruppen-Workshops für die Umsetzung gestellt worden, und wo man damit eigentlich den Kreativprozess erst in Gang gesetzt hat. Du hast ja gerade erzählt, dass es drei Ebenen insgesamt gibt. Also man hat natürlich den Text, die Geschichte. Die Geschichte entfaltet sich dann eben aber auch über Video- und Audio-Elemente, die ihr auch ins Buch schon integriert habt. Also ich habe jetzt hier, ich habe die iBooks-Version vorliegen und dann auch die Kindle-Version, allerdings fürs iPad, die ein bisschen anders aussieht, wo aber auch Videos und Ton integriert ist. Und dann gibt es ja aber noch diese Besonderheit, am Anfang jeder Folge muss man oder kann man, wenn man möchte, das Buch aktivieren. Das heißt, man wird auf eine Website geleitet, wo man sich eintragen muss, am besten, wenn man sich denn traut, auch seine Adresse und seine Telefonnummer angibt. Was passiert denn dann weiter? Beziehungsweise Michael, was ist dir denn dann passiert? Hast du die Folge aktiviert und wie ging es dir beim Lesen? Ja, was soll ich sagen? Also wie ging es mir beim Lesen? Es erschreckend, diesen Kontrast auf einmal zu haben vom, ich sag jetzt mal, wir haben auch das erste Event gemacht, sind ja zu den Koordinaten gefahren, wo wir nicht hin sollten, was wo man uns ja gesagt hat, auf gar keinen Fall hinfahren, und was machen wir natürlich hinfahren, stellen. und da haben wir dann ja auch wieder einen weiteren Zugang zum Bestbook finden können, sag ich jetzt mal. Und es war schon sehr interessant, auch die Verzweigung auch nachher auf Facebook mit dem Autor zu sehen, also mit Andreas Winkelmann,
und auch dem Autor von dem Posten und Sterben-Blog beispielsweise, den Emma Traun, glaube ich, war das, hieß er, zu sehen und die Vermischung mit den Episoden und den Kommentaren und den Timelines auf Facebook. Wir haben die erste Frage aus dem Publikum, und zwar, wie sahen die Verzweigungen aus der Realität in das Buch und umgekehrt aus? Du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, dass der Autor auch auf Facebook aktiv war. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, welches Event, beziehungsweise wie kam es zu diesem Event? Wurde da Kontakt zu euch aufgenommen aus dem Buch raus oder war das eine Anweisung über Facebook? Wie seid ihr auf welche Koordinaten gekommen und wann war das Event? Also das auf die Koordinaten sind wir gekommen, nachdem der Autor von Posten und Sterben einen Eintrag gemacht hat. Ich glaube, das muss am 23., bin mir nicht mehr sicher, am 20. September. Also bevor die erste Folge erschienen ist. Genau. Mhm. Ich schaue gerade nochmal nach, ob ich das auf die Schnelle finde, aber... Am 13. September war das. Da kam ein Blog-Eintrag auf Posten und Sterben, wo der Blog-Autor eine Visitenkarte vom Deskbook bekommen hat. Und auf der Visitenkarte standen halt Koordinaten drauf. Und die konnte man nicht direkt sehen, man musste halt das Bild runterladen und es ein bisschen vergrößern. Und dann konnte man die Koordinaten sehen, die dort auf der Visitenkarte standen. Und das heißt, ihr seid also am Anfang in die Welt hineingeführt worden über einen Blog, den Posten und Sterben Blog? Genau, über eine E-Mail, also eine Hilfe-E-Mail quasi. Okay. Und da war der Blog drin. Okay. Also E-Mail, dann habt ihr den Blog verfolgt, dann seid ihr zu diesem Ort gegangen, die Koordinaten, die ihr eigentlich hättet nicht aufsuchen sollen. Und als das Buch dann erschien, wie ging denn dann diese Verschränkung weiter? Also ich nehme an, du hast die Folge aktiviert. Hast du auch deine Telefonnummer hinterlassen? Weder ein Anruf noch ein Brief oder so. Aber viele andere Mitglieder haben ja halt SMS bekommen oder einen Brief. Jetzt vor kurzem kam halt gerade ein Brief, erst vor ein paar Tagen, glaube ich, kam ein Brief an, wieder mit einem QR-Code und dem Video leistet deinen Beitrag. Das und kann man, diese Briefe und auch die SMS, kommen die von der Figur aus dem Buch oder vom Autor oder ist es der Puppet Master dahinter sozusagen? Ja, mutmaßlich ist es Anima Moribunda, sagen wir es mal so, der diese Einladungen ins Facebook verschickt. Okay, Anima Moribunda ist angenommen, und ich glaube, das spoilern wir jetzt auch nicht zu viel, tatsächlich der Mörder, also derjenige, der Sensenmann des Buchs sozusagen. Mhm. Und das Interessante an dem ist, der hat auch eine Facebook-Präsenz, oder? Genau, ja. Und mit dem kann man sich tatsächlich auch anfreunden und der hat dann auch Anweisungen an einen oder... Schüchtert einen ein oder wie funktioniert da die Interaktion? Ja, also er versucht über Einschüchterung, also er postet auch direkt auf die Timeline seiner vermeintlichen Freunde. Und halt dann kommen halt zwischendurch immer solche Seitenstiche, sag ich jetzt mal, so wo er sich dann über den Autor, beispielsweise Autorwinkel, Andreas Winkelmann auslässt, sag ich mal, wie dämlich er ist und so eine Sachen halt. Und es passt, sagen wir es mal so. Und ich habe auf der Facebook-Seite des Autors gesehen, dass er auch auf Facebook aufrechterhält, also diese Person, die er im Buch praktisch auch ist. Genau. Das heißt, ihr interagiert dann auch via Facebook mit dem Autor? Richtig.
Und er schreibt ja auch immer seine Erfahrungen, jetzt sage ich immer. Er hat ja auch Briefe bekommen, er hat Videos geschickt bekommen, glaube ich. Das postet er dementsprechend dann halt alles auch auf Facebook und auch seine Geschichten, auch mit der, wie hieß sie noch, Cathy. Ja, es ist schon interessant zu sehen oder interessant zu lesen, wenn man weiß, das ist der Autor des Buches letztendlich, aber. Ja, es ist merkwürdig, sagen wir es mal so, ja. Es ist merkwürdig, weil es dann noch diese Rolle gibt, die er dann trotzdem spielt. Also diese Verschränkung von Realität und Fiktion ist ja nochmal eine andere irgendwo, oder? Genau, ja, okay. Auf jeden Fall. Super, vielen Dank schon mal, Michael, für die Einschätzung. Wir haben jetzt gerade noch mal eine Frage aus dem Publikum bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir die in dieser Runde beantworten können. Vielleicht ist jemand von Rowohlt hier aber auch im Twitter-Stream und liest mit. Die Frage lautet, inwiefern Rowohlt mit der bisherigen Aufnahme des Deathbook durch die Community zufrieden bzw. positiv-negativ überrascht ist. Ich weiß nicht, Fabian, ob du da schon was an Feedback mitbekommen hast? Nee, oder also ich habe noch keine Meinung, keine Einschätzung von den Leuten, die ich bei Rowohlt kenne. Kann nur jetzt, was meine Perspektive angeht, sagen, es sind zwei Sachen, die mir schon aufgefallen sind. Zum einen die Berichterstattung in den Online-Medien, sei es jetzt Krimi-Blogs, Branchen-Blogs, erschien mir relativ breit. Und zum anderen, wenn man mal schaut, was so die Verkaufsränge zum Beispiel in einem iTunes-Store angeht, da ist es für so eine Neuerscheinung in so einem Nischensegment meinem Eindruck nach ziemlich gut positioniert. Also zumindest was so Top-Ten-Listen in iTunes angeht, wobei man natürlich immer sagen muss, das sagt nie was über absolute Absatzzahlen, die da dahinter stehen. Ja gut, da die genauen Zahlen zu kriegen, ist ja immer... was mich mal interessieren würde, ist ja definitiv ein Experiment, also jetzt dieses serielle Publizieren als Spieler, wie ist es denn, also ich stelle es mir sehr schwierig vor, zwischen den Veröffentlichungen, man veröffentlicht im wöchentlichen Rhythmus seit dem 24.09., die Spannung aufrechtzuerhalten, obwohl man ja sehr immersiv versucht, eben via Facebook und dieser Verschränkung von Realität und Fiktion, die Leute am Ball zu halten. Aber was man so aus bisherigen Experimenten kennt, ist der erste Teil, der auch oft kostenlos ist, so wie auch in diesem Fall, wird sehr oft und sehr viel rezipiert und auch rezensiert und in den Folgeteilen nimmt es dann ab. Jetzt kostet jede Folge, wenn ich das richtig hier habe, 1,49. Es soll insgesamt 10 Teile geben. Hast du denn den Eindruck, Michael, jetzt auch von der Intensität, ihr diskutiert ja auch oder ihr nutzt ja das Forum und auch den Chat des ARG-Reporters, um euch dann auch in der Community auszutauschen, was so was passiert im Deathbook? Hast du das Gefühl, die Intensität ist noch so hoch wie am Anfang oder hat sich das jetzt so eingepegelt auf einem vielleicht nicht mehr ganz so intensiven Level, aber doch noch so, dass man... wenn die neue Folge rauskommt, dann auch sofort downloadet. Ja, das ist definitiv der Fall. Aber es ist, wie du schon sagtest, die erste Folge, da war es auf der Spitze, sag ich mal. Und dann hat es halt langsam abgeflacht, bis es jetzt sich ja eingependelt hat. Und da gehen halt auch die, also wenn man im Forum mal schaut, da gehen die Meinungen halt viel auseinander, was das Spiel selbst angeht, weil viele davon überrascht waren, dass man halt diese ganzen Folgen halt dann noch danach bezahlen muss und kaufen muss. Also das war war auch für viele so eine Sache zu sagen, so klingt ja ganz interessant, aber weiß ich, ob sich das lohnt, wenn ich jetzt die nächsten Folgen mir downloade und auch anschaue. Das ist eben, also da sind viele schon, also hatten viele ein schlechtes Bild am Anfang gehabt. Muss ich sagen. Also es haben sich wieder ein paar gefangen, aber es sind noch viele, die gesagt haben, so, nee, das Experiment mache ich so nicht mit. Mhm. Also das ist so meine Erfahrung, was ich auch im Chat oder auch im Forum halt so mitbekommen habe. Okay, weil das tatsächlich dann aber auch was Neues ist, oder? Also diese Community, diese Spieler-Community, genau.
ist gewachsen, muss man sagen, aus Alternate Reality Games, die meist für Bücher veranstaltet wurden. Das waren dann eben Einzeltitel, die dann meist am Ende des ARGs veröffentlicht wurden, wo man vielfach dann auch noch Rezensionsexemplare so bekommen hat vom Verlag. Und das ist jetzt in dem Fall natürlich anders, weil das Spiel, und da wären wir dann auch gleich bei der nächsten Frage, ist es denn ein Spiel tatsächlich oder verändert sich das dadurch, dass man eben am Roman so dran ist und interagiert mit Figuren aus dem Roman die ganze Zeit? Was ist denn das jetzt tatsächlich, eine neue Form? Ist es noch ein Buch? Ist es ein Spiel? Wie empfindest du das von der Rezeption her? Ich würde sagen, es ist kein Spiel mehr in dem Sinne, wie man es so kennt, als Alternate Reality Game oder ähnliches, sondern eher so eine Art lebendes Buch, würde ich es beschreiben. Okay. Ja, das finde ich auch ganz treffend, die Charakterisierung. Und weil es halt auch diese Verzweigung halt in Facebook und über den Blog und über ja auch noch ein paar andere Blogs, nicht nur Posten und Sterben, sondern auch diesen Maskenball-Blog beispielsweise. Ich weiß nicht, ob der in-game war oder nicht, da bin ich immer noch die Frage, aber war schon interessant oder ist interessant, diese Vermischung zu haben, also dieses lebende Buch letztendlich. Finde ich ein sehr schönes Bild, das Bild des lebenden Buchs. Also die Geschichte, ja, die irgendwie dann auch lebt über mehrere Kanäle, eben dieses Transmediale, aber die auch natürlich irgendwo mitgestaltet wird von den Spielern, die dabei sind, oder den Rezipienten, oder welches Wort man dann auch immer dafür nutzen möchte. Fabian, ich weiß nicht, ob es noch Fragen aus der Community gerade gibt. Was mich noch interessieren würde, beziehungsweise man hat ja jetzt von der technischen Seite her bislang immer das Problem gehabt, dass es diese vielen unterschiedlichen Geräte gibt, auf denen Leute E-Books lesen können. Ja. Ist man denn da bei der Entstehung, hat man sich denn da entschieden und hat gesagt, okay, wir sagen jetzt, die meisten werden das Ganze auf einem Tablet lesen oder auf dem, ja doch, oder auch auf dem Kindle-Tablet, sprich auf einem Gerät, was in der Lage ist, farbige Bilder darzustellen, Sound wiederzugeben und Videos, und man lässt die anderen einfach außen vor, die also andere E-Reader haben, die nicht diesen technischen Standard erfüllen, oder wie war da die Entscheidung? Was waren da auch die Abwägungen? Also zum einen, es war letztlich so, wenn man sich das Produktkonzept angeschaut hat, die spannenden Elemente sind eigentlich alle solche, die momentan technisch sauber überhaupt nur auf Tablets realisierbar sind, wo ich auch mittelfristig nicht sehe, dass jetzt reine E-Ink-Reader sowas in den nächsten Jahren sauber darstellen werden können. Insofern hat man sich, Gott sei Dank, finde ich, relativ klar entschieden, dass es ein Tablet-Produkt ist. Mhm. Aber selbst dort eine Tablet-Umsetzung für die verschiedenen Systemumgebungen zu machen, also dass man zumindest in der Apple-Umgebung, der Google-Umgebung und der Amazon-Umgebung präsent sein kann. Selbst das heißt zum momentanen Stand der Technik immer noch, man muss 3 Versionen bauen dafür. Und was man so hinkriegt, ist zumindest noch zu sagen, der Content selber, also die Texte und die Multimedia-Elemente, sind so mal grob derselbe Dateiaufbau. Man muss den aber eigentlich in 3 verschiedene Transportcontainer packen, die man zum Teil auch selber programmieren muss. Also für die Android-Umsetzung gibt es eben eine Android-App, während es eine etwas abgespeckte Kindle-Variante gibt und eine EPUB-3-Umsetzung für die Apple-Umgebung. Das heißt, man muss eigentlich wirklich 3 Varianten desselben Produkts bauen, um in diese 3 Kanäle zu kommen. Und das ist im Detail natürlich einfach wahnsinnig Arbeit. Ja, so hört sich das an. Kannst du dir aber vorstellen, dass mit diesen 3 Containersystemen, die man da geschaffen hat, dann auch andere Inhalte nutzt? Also wir haben jetzt nochmal eine Frage aus dem Publikum, warum man sich für dieses Horror-Thema entschieden hat und ob es zum Beispiel auch mit einer Liebesgeschichte vorstellbar wäre. Ich denke, das Horror-Genre oder dieses Thriller-Thema liegt einfach daran, dass der Autor das machen wollte. Ja, ja. Ich meine, die Entscheidung ging ja sozusagen nicht unbedingt für Genre, ja oder nein, sondern für eine Produktidee von einem Autor. Insofern, also wenn er jetzt sozusagen der profilierteste Autor von deutschen Romanzen gewesen wäre, dann wäre es sicher eine Liebesgeschichte geworden. Ich kann mir das genauso gut vorstellen. Ja.
Was wir aber in der technischen Umsetzung schon versucht haben, ist diese Transportcontainer, wie ich sie genannt habe, die vom Konzept so anzulegen, dass man die eben für im Grunde beliebigen Content nutzen kann. Also zum Beispiel jetzt diese Transport-App, nenne ich es mal, die Content auf Android-Geräte transportiert, die ist so neutral gestaltet, dass man auf der Basis jetzt auch im Grunde beliebige Mengen an anderen Inhalten nutzen könnte. Man muss natürlich dann Gestaltung CE anpassen, aber jetzt mal die Kanäle zum Kunden hat man damit eigentlich einmal ausgetestet. Und das ist sicherlich auch der große Gewinn an so einem Projekt, weil einmal erfolgreich umgesetzt und dann kann man sozusagen im Grunde genommen für jedes Genre, wo man Seriencontent aufbauen will, hochskalieren. Das ist natürlich sehr interessant. Da darf man dann mal gespannt sein, was bei Rowohlt dann in nächster Zeit noch an Serien erscheinen wird. Wir haben noch eine weitere Frage aus dem Publikum, und zwar, ob das Deathbook mehr Buch oder mehr Spiel ist. Und dann noch die technische Anmerkung, dass die App nicht auf jedem Gerät läuft. Das kann ich mir bei der Fragmentierung der Android-Welt gut vorstellen. Ja, ich offen gestanden auch. Also ich war tatsächlich ganz froh über die Apple-Umgebung hier, weil da funktioniert es tatsächlich einwandfrei. Genau. Ist das Deathbook mehr Buch oder mehr Spiel? Wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten, denke ich, mit der Kategorisierung als lebendes Buch. Ich weiß gar nicht, ob man da den Ausschlag mehr zu Buch oder mehr zu Spiel geben kann. Also was sind ein Spiel hat Regeln, ein Spiel hat ein Ziel. Was habe ich vergessen an der Definition eines Spiels? Jedenfalls kommt es bei dem Buch der Geschichte auf alle Fälle schon auch hin, weil es gibt Regeln und es gibt ein Ende, ein absehbares, nämlich der 10. Teil. Wir wissen noch nicht, ob es dann einen Gewinner gibt oder ob Andreas Winkelmann aufdecken wird, den Mörder finden wird und der Polizei übergeben wird oder vielleicht auch Selbstjustiz, man weiß es nicht. Im Moment, ich habe die ersten zwei Teile inzwischen gelesen, würde ich Ihnen das beides zutrauen. Zumindest der Figur Andreas Winkelmann, die da im Buch auftaucht. Man wird so ein bisschen schizophren, habe ich das Gefühl, wenn man darüber spricht. Wer ist denn jetzt wirklich wer? Aber gut. Also dazu hatte ich eine ganz hübsche, bezeichnende Szene miterlebt. Auf der Buchmesse jetzt in Frankfurt war eine große Pressekonferenz und Präsentation, wo Winkelmann auch mit dabei war. Und er ist eigentlich nur ganz kurz da aufgetreten in seiner Autorenrolle und hat den ganzen Rest von seiner Vorstellung dann eigentlich sofort in seiner Figurenrolle gesprochen. Wieder von seiner Nichte, die da ermordet worden ist und dass er sich mit der Polizei anlegt und das nicht glaubt. Also er ist sozusagen selbst im Präsentieren irgendwo schon in dieses Doppelspiel reingegangen, was ich sehr, sehr lustig fand als Effekt. Wahrscheinlich ein Multitalent, der ja ein großes Interesse daran zu haben scheint, so auf mehreren medialen Ebenen auch zu arbeiten. Wir enden in 2 Minuten, beziehungsweise da ist unsere Sendezeit zu Ende. Es scheint keine Fragen mehr von außerhalb zu geben. Gibt es denn noch ein Schlussstatement? Etwas, Fabian, du vielleicht, was würdest du dir mehr solche Experimente wünschen? Oder glaubst du, diese Experimente sind in 1-2 Jahren vielleicht sowieso Standard? Also ich würde mir auf jeden Fall mehr so Experimente wünschen, schon aus meiner professionellen Sicht, weil es eigentlich mit eins der spannendsten Projekte war, was ich überhaupt in meinem ganzen Berufsleben begleiten durfte. Und weil ich eigentlich glaube, dass man erst mit diesen Experimenten irgendwo austesten kann, ja, wie sich solche Medien weiterentwickeln können. Und Michael, du als Leser und Spieler, was wünschst du dir von zukünftigen Buch-Spiel-Experimenten? Auf jeden Fall mehr davon, sagen wir es mal so. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank euch fürs Teilnehmen. Und ich übergebe jetzt an den Patrick, der vielleicht auch was zu dem E-Book, was wir heute verlosen, noch sagen kann. Ich freue mich drauf, die weiteren Teile vom Deathbook zu lesen. Guckt auf alle Fälle mal rein. Der erste Teil ist kostenlos auf allen Plattformen, steht kostenlos auf allen Plattformen zur Verfügung. Grüße nach Hamburg zu Rowohlt und nach Hamburg zu Michael und nach München zum Fabian. Und ich gebe ab an den Patrick. Ja.
Wunderbar. Ich fand das ein sehr spannendes Interview heute Abend. Ist ja auch ein super Thema. Ich höre im Hintergrund schon eine Katze, die wahrscheinlich auf ihr Futter wartet. Das heißt, unsere Sendezeit ist vorbei. Schön, dass ihr alle zugeschaut habt. Ich habe eingehend schon gesagt, unter allen, die uns mit dem Hashtag TMSB eine Frage in die Sendung reinstellen, unter all jenen werden wir ein Exemplar des Buches über E-Books in der gedruckten Form verlosen. Wir haben einige Fragen in die Sendung hineinbekommen und werden im Laufe des morgigen Vormittags den Gewinner bekannt geben. Und das Buch geht dann Ende dieser Woche in die Post, sobald wir da eine Adresse zurückbekommen haben. Wir nehmen aber auf jeden Fall morgen im Laufe des Tages schon mal Kontakt zu euch auf, zu dem Gewinner oder der Gewinnerin auf. Wir freuen uns natürlich auch in zukünftigen Sendungen über eure Kommentare. Und bevor ich jetzt ganz hier Schluss mache, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, wir haben in 2 Wochen natürlich unsere nächste Sendung, in der es dann noch einmal um Augmented Reality gehen wird. Und zwar haben wir aus Kanada jemanden zu uns in die Sendung eingeladen, deswegen auch wieder um 19 Uhr, der uns sein Spiel Clandestine Anomaly vorstellen wird. Der eine oder die andere, die uns letzte Woche, vor 2 Wochen schon zugeschaut haben, werden sich vielleicht erinnern, dass wir schon ein bisschen drüber geredet haben. In 2 Wochen gehen wir da in die Tiefe. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis in 2 Wochen und einen wunderschönen Abend noch. Tschüss. 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 Tschüss.